Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Und wie ihr da gerade seht, sie haben Helfer schon auf meinem Feld 1 gestartet zum Ernten. Ist aber zwar noch immer nicht komplett erntereif. Ich hoffe aber, dass es, bis wir da drüben sind, erntereif komplett ist. Schauen wir schnell. Mission. Ne, einzige Mission, was mich interessiert hätte, jetzt wäre eigentlich die Dreier. Die gibt's aber noch nicht. Was fällt denn der auf in seiner Angst? Junge, du bist auf dem falschen Feld. Du bist auf dem falschen Feld. Ich weiß, es ist bei beiden Seiten das Gleiche. Ist wirklich sehr verwirrend. Aber da ganz unten hat er mitgenommen, schau mal. Das hat er ein bisschen mitgenommen. Eieiei. Machen wir. Aber gut, dass wir da sind gerade. Stroh ablehnen, einschalten. Warum? Ja, jetzt. Gut, dass er nicht gemacht hat. War gut so. Dein hat da unten ein bisschen mitgenommen. Bis das gegangen ist, 100 mehr. So. Dann fahren wir da wieder zurück. Dann starten wir da noch einmal. Es wird aber eine komplette Linie durch, aber ziehen können. Den letzten Rest kann ich nachher auch selber wieder machen. Passt. Und den brauchen wir. Den Traktor. Die Kurve brauchen wir auch. Wir können jetzt unten das Stroh und Hänger rüberholen. Und nachher fahren wir runter, gehen wir Holz weiden. Mal schauen, wie wir uns beim Holz weiden ausstellen. Wir hoffen nicht so plump und botschert wie beim Stroh be- und entladen. Übrigens haben wir gerade um 300 Euro weniger, weil ich in Drescher noch schnell tanken war. 325 Euro hat es mir gekostet. Ist aber nicht die Welt. Können schlimmer sein. Hallo Pferdala.
anhängen. Und warte mal. Es geht gut. Jetzt war und das. Der Flöß ist aber nicht gegangen. Abhängen. Die Kurbel dabei. Ja. Yeah. Und das ist das, was ich will. Die Gabel. So ist Summen. Eine Vögelklappe, aber das glaube ich wieder nicht. Also wurscht. Dann zwei Paletten holen, Ballen holen wir jetzt noch zuerst drüber. Weil beim Endland von dem Hänger stelle ich mich anscheinend gescheiter an als wie beim B-Land damals. Rutscht so wie so. Ja, genau. So schön noch passt. Und das passt perfekt. So, jetzt gehen wir schnell bei einem Drescher schauen. Wo bist du unterwegs? Steht da mitten im Nirgendwo. Und so fällt er fertig. Komplett in der Reife, oder? Ja. Und das eine ist sogar auf doppelt jetzt. Wurscht. Aber Unkraut oder was haben wir nicht drauf, oder? Na. Na, passt. Das passt, das hat schon. Das geht, das geht, das geht. Warte mal. Da ist nur ein Fitzelchen, was ich da gern wundet. So, und jetzt das. Und jetzt wird wahrscheinlich das Feld 3er die Mission zu uns sein. Schauen wir gleich noch. Schauen wir gleich noch. Mission. Nein, noch immer nicht. Vielleicht muss ich da ein paar andere Missionen noch machen. Düngen, düngen. Bald 14er düngen. Bald 14er ist wo?
Das kleine da unten beim Pferdestall, das wäre schon erledigt. Auch mal ein paar Missionen, vielleicht kommt es noch, aha. Wenn ich ein paar Wegarbeiten tue. Jetzt ist es trotzdem mit dem Hänger mal auf zu uns. Hoppala. Die Kobolde gebe ich wieder da zurück. Der brauche ich nicht. Mal anhängen und damit kommen wir mal zu unserem Hof. Gehen wir schauen, ob wir die machen wir da ein paar Düngemissionen, die ein, zwei oder so währenddessen. Um auf Feld 3 die Mission zu kassieren. Die Mission im Feld 3, der bringt viel. Das ist zweimal dünkt worden. Gedünkt. Und Unkraut hat es auch ganz drauf. Das noch dazu. Fast vollen Korntank ist okay. Wo bist denn du unterwegs? Ah, da fährst du gerade herauf. Und warte mal da so. Weiter bist du nicht gekommen, oder? Mal schauen. Zieh ich mal. Ne, ne. So. Abhängen. Das ist mal gleich da oben. Die Mission habe ich zwar noch nicht aufgenommen, aber ich weiß schon wofür. Okay, Helfer C hat einen vollen Korntank, ja passt. Und der Helfer ist damit geschichtet. Da bin ich sogar halbwegs, aber halbwegs auf der richtigen Höhe stehen geblieben. Hilft mir aber blöderweise nichts. So, Pferdela, da haben wir schon einen Hafer. Ich wollte da nichts hinfahren. Passt. Und den Helfer wieder aktivieren. Und dann sind wir mit denen schon unterwegs.
Der da. Haben wir da oben? Der Feld 14, glaube ich, war das. Ich darf nur nicht vergessen, dass jetzt die Mission wohl annehmen noch. Das werden wir gleich machen. Bevor sie gleich noch von allein weg ist. Wo bin ich denn da? Ist meine Maus. Düngen. 18. Ist schon weg. Dreiunddreißig, 17, 18, 29, 9, 16. Anzeige mit Düngen ist auf Feld 18. Und das ist das ganz große. Nein, das mache ich nicht. Unkraut bekämpfen, Feld 17. Das ist ja nicht einmal noch komplett mit Unkraut besät. Feld 3 ist aber da nichts zu sehen. Okay, dann fahren wir mit dem Traktor wieder nach Hause. Jetzt sind wir schon zu spät. Zu late. Die letzten beißen die Hunde. Halb so schlimm. Bevor wir jetzt haben und können wir mit Nullzweiten beginnen. Eine Motorsäge muss ich nur noch kaufen. Warum ist da der Helfer nicht unterwegs? So, wir dann vom Auge und dann eine Motorsäge noch kaufen. Danke, Mr. Theopold, einmal mit dem. Und zur Wartung auch. Schon wieder. Kann ich noch machen, wenn ich zurück rüberkomme. Zippi. Und da packen wir uns gleich mal rein. Und dann stellen wir da aus. Aussteigen. Meine Güte. So. Das da ist nur auf der Hinterseite die Steher umgeflogen. So, da. Wo ist denn das Dreh? Eigentlich da unter Forstmaschinen, oder? Nein. Nee. Wo haben wir die Motorsägen? Da, oh, Kettensägen. Was haben wir da? Wir haben eine Stiel, wir haben eine Husqvarna, wir haben eine
Schon seit McCulloch. Im Grunde genommen, es sind alle gleich. Die meisten Erfahrungen privat habe ich mit Stil und die Husqvarna. Einmal Deity Stil. Und kaufen. Ja. Maus drehen oder 1 oder 2 auf der Tastatur drücken, um die Kettensäge zu wechseln. Okay. So. Nein, die Karte Bahn nicht umschneiden. Und Karte Bahn nicht umschneiden. Die kann nicht umschneiden. Hurra! Und da nicht, oder? Na. Das sind unschneidbar. Und der da? Der geht. So, schauen wir uns so. Und ich hoffe, dass er richtig gut jetzt. Ja, genau. Das Blöde ist, dass man sie mit Maus und Tastatur machen. Beziehungsweise ist es eher am einfachsten. Mal die unteren. Sehr schön. Jetzt hoffe ich nur, dass der so, dass es heim kann. Wenn man mal so. Damit es nicht umgeholt auf einen anderen Bird. So, probieren wir jetzt einmal ein bisschen mehr abschneiden. Mal schauen, ob es da hält. Ja, da habe ich auch noch. Bleibt da unten liegen. Passt. Wie gesagt, ich will nur nicht, dass er auf einen anderen Feld umhüpft, weil kein, wenn es blöd läuft, wird mir aufhören. So.
bisschen zu betasten. Kann ja auch noch heim. Sehr schön. Kein Jemmer heim. Das ist voll. Okay. Damit weiß ich wenigstens die Größe circa. Schnell mal da in der Mitte dann durch. Und die habt ihr gesehen, der Dings hat einen vollen Korntank. Schon, der bleibt so liegen. Und dann schauen wir zum Abtanken. Dann können wir schon wieder weiter schneiden. Was glaube ich, und noch kommen ist zum Heben. Was, dann können wir alle jetzt in dem, weil jetzt wird bald da keiner mehr um mich holen. Was geht ihr denn? Okay, das war's. Jetzt müssen wir es nur noch sauber auf den enge Auffälle kriegen. Und nicht, dass er so wie fort. Und dann nehme ich ihn nachher für hinten. Willst du hin? Du bleibst hier. Komm her. Sehr schön. Gerade gedacht, mein Computer ist so komisch. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht hören. Aber das ist nicht mein Computer. Oder es war nicht mein Computer.
Es ist eine Waschmaschine. Oh, mein Kreisrenner. Der kommt da vorne hin. So, da. Das heißt, wir nachher die Waschmaschine fertig ist, eine kleine Spielpause herlegen, dass noch einen Trockner auch noch geben muss. Die Wäsche. Ja, da dazu. Zum Leben. Wie schaut's aus? Ne, du bleib bitte. Komm. Jetzt habe ich drüben aufgeschupft. Schupft. Ah. Da oder mal. Dann können wir halt da hinten belohnen, ohne dass der auch fliehen. Oder. Bitte fällt's nicht runter. So, jetzt frage ich mich, schaffe ich das? Bitte drehen, ne? Eigentlich schon, gell? Wenn ich den Hölzchen irgendwie drehen, ne? Ha. Super. Und jetzt mal schauen, wenn ich den da herleg. Dann zurückgehe. Hehe. Hat dann fast von Korn Dank. Das machen wir da auch gleich. Festbinden. Dann nehmen wir da. Statt den da. Passt. Ich bin schon wieder in der Überlänge. Wir sind schon wieder draußen. Von der Zeit her. Ich will den noch fertig aufladen. Inzwischen fährt der Hilfe und so fällt ab. Mal schauen, wie es ausschaut, ob er nicht auf den Stall. Na. Wie weit ist er? Ah, fast voll. Das heißt, mit dem fahren wir gleich drauf. Der Hafer, der geht nachher direkt gleich bei die Pferdleine. Alles, was darüber hinausgeht, geht dann in unser Silo. Und
Ich wünsche euch bis zum nächsten Video dann noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Wir sehen uns dann noch wieder beim nächsten Video. In diesem Sinne, ciao, ciao, auf Wiedersehen.